Du hast ein B-Car über die Buchungsplattform oder via App gebucht, deine Kundenkarte abgeholt und willst du mit voller Elektroenergie losdüsen, weißt aber nicht so recht, wie das genau funktioniert? Kein Problem! In diesem Video erklären wir dir, wie das Zutrittssystem zu unserem E-Car-Sharing funktioniert. Um die Reservierung zu starten, halte entweder deine Kundenkarte an den Kartenleser, der sich auf der Frontscheibe des B-Cars befindet, oder wähle am Smartphone die Option Reservierung antreten aus. Schon ist das E-Auto aufgesperrt. Dein B-Car ist ein Fahrzeug der Marke Renault oder Nissan? Dann bitte zuerst das Autoladekabel entriegeln. Einfach den Knopf mit dem Tank- bzw. Steckersymbol links vom Lenkrad drücken. Danach das Ladekabel abstecken, auf die dafür vorgesehene Halterung hängen und die Ladeklappe schließen. Dann kann die Fahrt losgehen. Den Autoschlüssel aus der Schlüsselbox nehmen und am besten in die Mittelkonsole legen. Danach den rechten Fuß auf die Bremse stellen und den Start-Stopp-Bauer-Knopf drücken, Gang wählen und die Handbremse rausnehmen. Du willst einen Zwischenstopp einlegen? Kein Problem! Bitte nimm aber unbedingt den Autoschlüssel mit, da sich das Fahrzeug automatisch zusperrt. Nach dem Zwischenstopp entriegelt sich das Fahrzeug auch automatisch, sobald sich der Autoschlüssel nähert. Nach deiner Spritztour muss das B-Car bitte an seinen ursprünglichen Standort zurückgestellt werden. Mit dem Start-Stopp-Bauer-Knopf wird das Fahrzeug abgestellt. Danach bitte erneut die Ladeklappe entriegeln. Dafür wieder den Knopf mit dem Tank- bzw. Steckersymbol links vom Lenkrad drücken. Nach der Entriegelung die Ladeklappe öffnen und das Ladekabel anstecken. Nun den E-Mobility Key an die Ladestation halten, um den Ladevorgang zu starten. Bitte kontrolliere immer, ob der Ladevorgang gestartet wurde. Dies ist an der LED-Anzeige, an der Ladestation oder am Fahrzeugbordcomputer ersichtlich. Stecke den Autoschlüssel mit dem schwarzen Chip zurück in die Schlüsselbox und beende die Reservierung entweder mit deiner Kundenkarte, die du an die Frontscheibe hältst, oder mit deinem Smartphone. Wir wünschen eine gute Fahrt mit B-Car.